Herzlich willkommen zurück oder für die, die heute zum ersten Mal da sind, herzlich willkommen zum 6. Winterkongress der Digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Eliane-Antonia Maurer. Ich begrüße euch im Namen des OK dieses Winterkongresses. Meine Aufgabe ist es eher, ein bisschen die organisatorischen Themen durchzuarbeiten. Und ich möchte schon mal mit etwas Gutem starten, und zwar mit der Kulinarik. Der Kiosk ist bereits offen und auch das Foyer hat ab 11, also ab jetzt, bereits die ersten warmen Gerichte. Das Foyer befindet sich Richtung Theatersaal, das heißt, wenn man hier den Saal verlässt, ein bisschen rechts und dann alles den Gang hinten nach hinten, und dort gibt es dann den ganzen Tag Essen, Getränke. Die Bar ist offen, es gibt Junk und Bier bis spät in den Abend. Das Foyer ist dann auch der Ort, den man nutzen kann, um sich auszutauschen, zu treffen und ein bisschen gemütlich beieinander zu sitzen. Ich möchte euch auch noch kurz, für die, die heute zum ersten Mal da sind, unsere Foto-Policy erwähnen. Ihr habt beim Umtausch des Tickets in einen Badge die Auswahl gehabt zwischen weißen und schwarzen Lanyards. Weiß heißt, ich möchte nicht fotografiert werden. Das respektiert insbesondere unser Fotograf, der hier Aufnahmen der Veranstaltung macht. Ich bitte euch alle, das zu respektieren, wenn ihr selber fotografiert und das auf den sozialen Medien teilt. Teilt keine Bilder von Personen mit weißem Lanyard. Vielen Dank. Um 14 Uhr gibt es eine erste Self-Organized Session im Grünen Saal. Unsere Fachgruppe Romandie trifft sich dort zum Austausch und sind alle herzlich eingeladen, die auch mitmachen möchten oder einfach mal hören möchten, was die digitale Gesellschaft in der Westschweiz aufbauen möchte, dass sich um 14 Uhr in den Grünen Saal begeben und dort einfach mal mithören, mitdiskutieren. Es sind alle herzlich willkommen. Es gibt noch weitere offene Slots. Also wer auch eine Idee hat oder eine Fachgruppe, die sich treffen möchte für den ersten Austausch, man kann sich auf dem Pad einschreiben. Der Link zum Pad findet ihr auf der Webseite, auf der Unterseite Info. Dort gibt es den Link direkt auf das Pad. Und es haben sich auch Leute gemeldet, die Lightning Talks machen. Vielen Dank dafür. Um 19 Uhr finden diese statt im Gelben Saal. Und es gibt noch einige freie Slots. Also wer bis 12 Uhr mittags sich noch entschließen möchte, seine Projektidee oder was auch immer, eine coole Software in 6 Minuten vorzustellen um 19 Uhr heute Abend, darf sich gerne an uns wenden, am besten auch hier wieder auf die Webseite, auf die Unterseite Info. Da gibt es die E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann. Bei Fragen und Anliegen über den ganzen Tag verteilt, dürft ihr euch gerne an den Infodesk wenden. Sie versuchen, so weit wie möglich weiterzuhelfen, und sonst ist auch das OK dann immer vor Ort und kann auch hier einspringen. Ja, soweit ist eigentlich alles gesagt. Hier geht es gleich weiter mit der Keynote von Judith Belesch. Und in den anderen Sälen geht es um 12 Uhr weiter. Das heißt, das ist der einzige Talk, die Keynote, wo man sich nicht entscheiden muss, in welchem Saal man sein muss. Und wer es schon gestern schwierig fand und heute noch viel mehr, wir zeichnen auf. Wer verpasste Talks nachschauen möchte, in einigen Tagen, Wochen, je nachdem, wie schnell wir das abarbeiten, sind diese Talks dann auch auf media.ccc.de verfügbar und auf dem YouTube-Channel von der Digitalen Gesellschaft. Jetzt wünsche ich euch allen einen wunderbaren Tag am Winterkongress.